Crunchroll, Leute, und die Zeit ist gekommen. Heute ist der allerletzte Tag der Season 5. Das letzte Teaserbild kam soeben online, es ist sehr, sehr interessant. Epic Games hat das Ganze sogar mit einer Stunde Verspätung erst gepostet. Normalerweise kommen sie um 16 Uhr, dieses Mal war es jetzt knapp 17 Uhr. Lasst auf jeden Fall jetzt schon mal ein Like da, wenn ihr genauso gehypt seid auf die Season 6 wie ich's bin. Und heute ist sogar der Geburtstag vom Battle Royale Modus in Fortnite, der 26.09. Ich bin mir sicher, morgen können wir zu der Sache noch was erwarten. Heute war ja noch nichts in-game, ich habe auch bis eben gezockt, aber konnte man auch irgendwie nichts feststellen. Und jetzt schnallt euch an, wir gucken uns jetzt zusammen das letzte Teaserbild der Season 6 an. Ein Wolf. Vielleicht ein Werwolf, seine Augen sind komplett weiß. Hätte ich jetzt wirklich gar nicht erwartet, dass sie jetzt Tiere in Fortnite bringen. Es wird wahrscheinlich auch ein Skin sein, die Armschiene ist klar zu erkennen. Er hat spitze Zähne und dieser Skin könnte vielleicht auch wieder im Battle Pass sein. Wahrscheinlich wird er drin sein. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was hat dieses ganze Tierthema mit Season 6 auf sich? Wird es noch mehr Tiere geben? Ich denke ja. Morgen kommen auf jeden Fall viele Veränderungen auf uns zu. Um 10 Uhr werden die Server offline gehen und ich schätze mal um 11 oder halb 12 kann man dann die Season 6 anspielen. Es kann auch sehr gut sein, dass es ab morgen keine Risse mehr geben wird. Es wird sich auf jeden Fall wieder sehr, sehr viel verändern. Wie wir alle wissen, zu einem Start von der Season geht es halt komplett ab. Und diese Risse waren ja auch eigentlich nur so ein Event der Season, was sie mit reingebracht haben. Genau wie zum Beispiel die Hoprocks, das jetzt in Season 4 waren. Aber wir müssen uns alle überraschen lassen, vielleicht bleiben sie auch drin. Der Taschenriss wird, glaube ich, mit Sicherheit drin bleiben. Aber ganz wichtig, schreibt mir mal in die Kommentare, was denkt ihr zu diesem Bild? Was kann in Season 6 passieren, wenn hier schon Wolf im Teaser drin ist? Habt ihr vielleicht irgendwelche Vorstellungen jetzt durch die Teaser bekommen? Wir haben diesen Lama-DJ gesehen, wir haben das Cowgirl gesehen und als drittes eben diesen Wolf. Meine persönliche Intention zu der Sache ist eben der Lama-DJ, klar, wegen dem Geburtstag vom Battle-Royale-Modus, dann das Cowgirl, vielleicht so ein Western-Thema. Und der Wolf passt ja eigentlich auch ganz gut zu diesem Western-Thema, weil die Cowboys ja auch teilweise Wölfe gejagt haben oder beziehungsweise jagen mussten, weil sie von ihnen angegriffen wurden. Jeder, der Red Dead Redemption mal ein bisschen gesehen hat, der weiß, wie es läuft. Das heißt, deckt euch nochmal gut ein, Leute. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt, weil morgen wird es richtig viele Videos geben, Leute. Ich werde den ganzen Tag durchhasseln. Ich werde euch direkt informieren mit allen Sachen, die ihr wissen müsst. Die Wochenaufgaben kommen auch direkt online, Leute. Ihr kennt mich. Und obendrauf zur Feier der Season 6 werde ich euch mal wieder ein V-Bucks-Gewinnspiel veranstalten. Also bleibt auf jeden Fall aktiv, bleibt auf dem Laufenden und morgen geht's richtig los. Ich wünsche euch jetzt allen noch viel Spaß beim Zocken. Der Countdown läuft, es sind nicht mal mehr 24 Stunden und wir sind schon mitten in der Season 6 drin. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns morgen zum Start. Das war's, euer Crunchroll.